Oh Gott. Von dem Pfeil her sah das gerade so aus, als würden wir reinspringen. So, dann würde ich sagen, müssen wir mal. Gerätstür. Erstmal gucken, ob er auf ist. Ja, pf, lass dir bloß nicht so viel Zeit, Junge. Kein Türgriff. Dann klingeln wir mal. Sieht so aus, als müsste man ein Ja, Passwort oder so verdammt. eingeben. Rohre oder Keine was? Ahnung, was das Passwort sein könnte. Verdammt. Sieht. Können wir hier unten noch hin? Geht da die Treppe runter? Oh, Tatsache. Gibt es hier irgendwo einen Hintereingang? Wieso können wir hier hin? Okay, ein Passwort, um da reinzukommen. Ah, was ist das da? Nee. Ich dachte, da hängt jetzt vielleicht irgendwas. Tja, nun. Aus dem Auto können wir auch kein Öl klauen, wie wir es schon so oft gemacht haben. Dann können wir hier nicht wirklich weiter. Können wir nochmal versuchen, die Tür aufzubrechen? Das ist nicht richtig. Ja, kann ja sein. Gut, wir müssen irgendwoher einen Hinweis auf das Passwort kriegen. Sonst werden wir hier nicht besonders alt. Na gut, dann Wasserkraftwerk. Wir müssen das zum Laufen bringen. Ist halt die Frage, ob wir jemanden fragen können, der vielleicht Infos da hat. Hat der Typ nicht im Wasserwerk gearbeitet? War das da? Ich weiß, er hat nicht in der Pizzeria gearbeitet, wie wir es zuerst angenommen hatten. Aber doch, ich meine. Wir quatschen ihn nochmal an. Was geht? Nicht viel. So. Wie war das mit dem Kollegen nochmal? Oh ja, stimmt, der hatte diesen Mobbing-Kollegen sozusagen. Ist dir klar, dass da draußen gerade eine komplette Farm keinen Strom Ist hat? dir klar, dass da draußen gerade eine komplette Farm Schande. keinen Strom hat? Läuft nicht so gut ohne mich. Was, Ed? Ed? Ich bin Harper. Edwin, mein Kollege. Ach ja, ich erinnere mich. Er war nicht besonders nett zu dir. Ja. Tja, wenn Ed Probleme hat, ist das Musik in meinen Ohren. Okay, das sieht nicht so aus, als wäre die Farm das Einzige, was demnächst keinen Strom mehr hat. Vielleicht solltest du einfach mal zurück an die Arbeit gehen. Vielleicht solltest du einfach zurück an die Arbeit gehen. Auf keinen Fall. Weißt du, was sein letzter Witz war? Er hat das Zugangspasswort in eine Beleidigung Oh. geändert. Ich muss mich selbst beleidigen, bevor ich überhaupt ins Kraftwerk komme. Das ist ja wohl das Letzte. Was war noch mal? Was war noch der neueste Streich deines Vielleicht Kollegen? verrät er es Er uns hat ja. das Zugangspasswort in eine Beleidigung geändert. Ich muss mich selbst beleidigen, bevor ich überhaupt ins Kraftwerk komme. Das ist ja wohl das Letzte. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wie war das mit deinem Kollegen Ich glaube, nochmal? der hat ihn Er mal. kritisiert mich die ganze Zeit. Ah, Nennt mich dumm, da steht's. einen blöden, Blödmann, Trottel oder einen Vollidiot. Trottel, einen Vollidioten. Sagt mir, ich soll zur Hölle Eins davon ist fahren. es Macht sich wahrscheinlich. über den Schnurrbart lustig. Nein, doch nicht über den Schnurrbart. Nein! Ist ja Ich schau mal ab. unfassbar. Bis später. Mach's gut. Tja, also da flackerte das Licht wohl auch schon. Wer weiß, wie lange es dauert, bis hier alle ohne Strom sind, wenn er sich nicht kümmert. Ich möchte immer noch die Autoschlüssel mitnehmen, ehrlich gesagt. Aber das dürfen wir Nur nicht, das ne? Autoschlüssel. Verdammt. Wieso hängen die da so verlockend? Na gut, ein Schimpfwort oder eine Beleidigung brauchen wir als, ja, Passwort für die Tür. Dann probieren wir sie mal alle drei aus, würde ich sagen. Mal schauen, was passt. Oh nein, ach wie witzig. Oh Gott. Da werden Erinnerungen wach. Oh Gott. Ja, früher, wenn man SMS schreiben wollte, dann immer viermal, bis man das S hier unten hatte und so. Ach, Gottes Willen. Idiot? Ah, nee, Vollidiot war das, ne?
Verdammt. Ups. Und dann darf man nicht zu schnell, wenn man auf der gleichen Taste weitermachen will, sonst... Schön. Schön, schön. Ups, Idiot, ja. Voll Idiot. Ist es nicht? Okay, schade. Das andere war Blödmann, glaube ich. Ach, wir haben kein Öl. Ein Vollidioten, ein Blödmann. Verdammt, ich weiß nicht mehr, was das letzte war. Ich hätte es mir aufschreiben müssen. Ein Trottel? Kurz warten. Ah! Okay, das ist wirklich fies. Hallo? Was zum? Wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Harper Pendrell, Handwerker. Harper Pendrell, Kundenbetreuung. Foxmolder, FBI. Oh, wie cool, das muss ich einmal nehmen. Foxmolder, FBI. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Soll das ein Witz sein? Hat mein unterbelichteter Bruder dich geschickt? Dein Bruder? Nelson! Wenn er mir jetzt irgendwelche Dorfdeppen vorbeischickt, um mich zu nerven, geht dieser Penner zu weit! Ganz ruhig, ganz ruhig. Nelson Wiley ist dein Bruder? Ach so. Ja, stimmt. Klar, wenn es nur zwei Leute gibt und der eine da in der Tanke sitzt. Ich dachte jetzt, er hier und ein Bruder und der Nelson wäre quasi noch extra. Das wusste ich nicht. Ich wusste es. Nelson Wiley, der lahme Lappen aus dem Diner. Ich wusste es nicht. Also ich hätte es wissen können. Doch, ich hätte es wissen können. Ich wusste es. Ja, er ist mein Bruder. Hätte es wissen müssen. Aber er kommt ganz nach der katastrophal dämlichen Seite der Familie. Ist ja gut, Mensch. Jetzt raus hier. Lass mich in Ruhe arbeiten. So, wusstest du, dass bei einer Farm in der Nähe der Strom ausgefallen ist? Was ist dein Problem mit Nelson? Wohin führt die Tür da drüben? Wir bleiben natürlich erstmal hier. Wusstest du, dass bei einer Farm in der Nähe der Strom ausgefallen ist? Oh, ist das so? Und da dachtest du dir, du schaust mal vorbei und sagst mir, wie ich meine Arbeit machen soll? Das komplette Kraftwerk steht unter einem enormen Druck wegen dieses beschissenen Unwetters. Geplatzte Rohre, Überschwemmungen, der Wasserabfluss ist jenseits aller Toleranzen. Die Rohrleitungsanlage zu überwachen ist mehr als genug Arbeit für eine Person. Ich kann mich nicht nebenher noch mit der Verteilung beschäftigen. Das Verteilersystem ist Nelsons Aufgabe. Verdammt! Also, Also erstens mal, natürlich gehe ich hin und sage ihm, wie er seine Arbeit machen soll, weil offensichtlich sitzt er hier die ganze Zeit nur rum und beobachtet, ob sich irgendwas tut. Das ist ja nun ein bisschen, ich weiß nicht. Vielleicht könnte ich das Verteilersystem. Was ist dein Problem mit Nelson? Wir fragen mal, was das Problem ist. Vielleicht kriegen wir den Nelson ja nochmal her. Ansonsten müssen wir das, glaube ich, selber machen. Was ist dein Problem mit Nelson? Mein Problem? Du hast offensichtlich keinen Bruder, der ein fauler, ungeschickter Ochse ist. Und dieser dämliche Schnurrbart. Er sagt, du denkst, du könntest den Job ohne ihn machen. Weißt du was? Ich werde den Job ohne ihn machen. Ja, das sieht man ja. Hinter ihm aufräumen zu müssen. Ja, genau, das sieht man ja. Du machst auf jeden Fall den ganzen Job. So, wer von euch ist der große Bruder? Welcher von euch ist der große Bruder? Was denkst du? Naja, ich weiß, wer der Breite ist. Ich bin der Ältere. Wusste ich's doch. Das sieht man an der Platte da oben, an der Halbplatte. Ihr seid beide schlimmer als Kain und Abel. Das biete ich, glaube ich, am Schluss an. Ihr beide seid schlimmer als Kain und Abel. Dich hätte ich nicht gerade für einen Bibelschüler gehalten. Ach naja, komm, das weiß doch jeder. Ich meine die Profi-Wrestler. Oh, okay. Oder auch nicht jeder. Vielleicht kann ich ja helfen. Vielleicht könnte ich das Verteilersystem reparieren. Nicht in 1000 Jahren, denkst du? Ich lasse dich hier reinspazieren und hochkomplexe Maschinen bedienen? Ich würde lachen, wenn ich nicht gerade Fuchsteufelswild werden würde! Und wenn du nicht gerade noch mal in den Stimmbruch kommen würdest. So, vielleicht solltest du dann mal, ne,
den Rücken krumm machen und bei Nelson ankriechen? Vielleicht solltest du Nelson bitten, wieder an die Arbeit zu gehen. Den Oberarsch vom Dienst? Niemals! Du willst mir einen Gefallen tun. Sag Nelson, er soll sich ertränken! Wow! Nelson hat nicht übertrieben, als er sagte, du wärst ein fieser Typ. Du hättest auch keine Zeit für Nettigkeiten, wenn du mit dem ganzen Druck hier zurechtkommen müsstest. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, na ja, ich weiß nicht, wenn meine Art, mit dem Druck klarzukommen, darin bestünde, einfach hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen, dann würde ich damit ganz gut klarkommen, glaube ich. Ich meine, man kann die Leute ja auf ihrer Farm sitzen lassen ohne Strom. Wohin führt die Tür da drüben? Zum Kraftwerksleitstand, wo mein nichtsnutziger Bruder gerade dieses verdammte Verteilersystem reparieren sollte! Eieiei. Warum gehst du nicht durch die Tür? Und ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum machst du es dann nicht selber? Warum gehst du nicht durch die Tür und reparierst das Verteilersystem selber? Warum gehst du nicht irgendjemand anderem auf die Nüsse? Ich bin beschäftigt! Ich schau mal lieber ab. Gute Idee! Beschäftigt mit Gucken, oder was? Notiz. Was ist das für ein Zettel? Geht dich nichts an! Verdammt. Edwin? Und ich guck mal gerade im Monitor. Da steht Videoüberwachung, aber ich sehe kein Bild. Wahrscheinlich hat der Sturm die Leitungen beschädigt. Aha, also er kann noch nicht mal seinem Job nachgehen, weil hier auch die Hälfte kaputt ist. Das alte Ding sieht aus, als hätte es schon viel mitgemacht. Och, meine Hand schläft gerade auf dem Schreibtisch ein. Ausgerechnet die Maushand. Das ist nicht gut. So, Computer. Nee. Was haben wir hier noch? Darf ich da rüber? Ich darf rüber. Kaffee. Wahrscheinlich machen sie hier viele Nachtschichten. Darf ich noch weiter rüber? Ich darf mich einfach so an dem vorbeischleichen? Tür. Sieht aus, als würde die Tür über das Panel an der Seite bedient. Ja. So, was haben wir hier? Terminal mit Hebeln. Die Technik in diesem Raum ist so veraltet. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Ja, da bist du doch genau richtig. 1, 2 oder 3. Wir haben 3 Hebel. Gucken wir mal ganz kurz. Geh da weg! Schade. So. Okay. Okay, der Staudamm bricht nicht. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Oh, oh. Nix? Na gut. Okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Okay, also keine größere Katastrophe, aber das hat bestimmt noch irgendwas zu sagen. Gut, an die Tür dürfen wir nicht. Da merkt er komischerweise, dass wir hinten rumstehen und irgendwas machen. Kaffeemaschine. Na, wir haben ja schon einen Kaffee, ne? Gut, die Frage ist, wollen wir mit seinem Bruder nochmal sprechen? Gucken, ob wir ihn doch noch überreden können, mitzukommen? Vielleicht hat er ja was zu sagen. Das ist ja ein ganz schöner Kotzbrocken. Na mal schauen, vielleicht lässt sich ja irgendwas zwischen den beiden noch regeln. Was geht? Nicht viel. Ah, du hast mir nicht gesagt, dass der gute alte Ed dein Bruder ist. Du hast mir nicht gesagt, dass der gute alte Ed dein Bruder ist. Das ist er. Also hast du ihn getroffen? Hat er dich beschimpft? Ja, schon. Hab's dir doch gesagt. Ich hasse ihn. Tja, warum begrabt ihr nicht das Kriegsbeil? Wahrscheinlich, weil das nicht geht. Warum begraben Ed und du nicht das Kriegsbeil? Glaubst du, ich krieche zurück zu ihm? Nach all den Beschimpfungen und Beleidigungen? Auf gar keinen Fall. Ich meine, natürlich hätte ich gern meinen Job zurück. Aber ich habe meine Würde. Das Komische ist ja, dass das offensichtlich überhaupt gar keine Konsequenzen hat. Dass das ganze Wasserwerk nicht mehr richtig funktioniert, weil ich meine, ja, der Farmer sitzt da ohne Strom, aber der andere, der Bruder, sitzt quasi einfach nur da und ja, sitzt es aus. Also das ist natürlich ein Problem. Würdest du ihm vergeben und zurück in die Arbeit gehen, wenn er sich bei dir entschuldigt? Oh Gott, das kriegen wir doch niemals hin, dass er sich entschuldigt. Würdest du Ed vergeben und zurück an die Arbeit gehen, wenn er sich bei dir entschuldigt? Soll das ein Scherz sein? Ed würde sich niemals entschuldigen. Er ist viel zu stolz. Er wartet darauf, dass ich einknicke. Aber das kann er vergessen. Ich schau mal ab. Bis später.
Mach's gut. Verdammt, die sind ja einfach nicht versöhnlich. Weiß sie irgendwas über Hallöchen. Die beiden? Hallo, Schätzchen, was kann ich für dich tun? Nee, ich glaube, da hatten wir alles. Bis später, Schätzchen. Verdammt, na gut. Vielleicht weiß der Farmer noch irgendwas über diese beiden Brüder. Immerhin hat er uns auch verraten, dass sie Brüder sind. Vielleicht hat er einen Tipp für uns. Ja, lauf, brauchst doch gar nicht so weit weglaufen hier. Wir können natürlich auch gleich hinter der Farm noch mal kurz gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Da war ja auch noch irgendwas. Hallo. Yep. So. Ja. Ich schau mal ab. Verdammt. Gucken wir hier noch mal schnell. Genau, hier war irgendwie alles überschwemmt. Wer weiß, welche schrecklichen Kreaturen sich in diesen schnellen, trüben Wassern verstecken. Außerdem sind meine Sneaker echte Klassiker. Okay, Sneaker nass kriegen, ja, nee, dann verstehe ich das natürlich. Ein Schild von Harwood Energy. Lieber Schrottplatz hat eine bessere Marketingstrategie, wenn das hier Werbung sein soll. Ja, das ist, ja. Das kann man da auch nicht reinlegen. Das ergibt keinen Sinn. Nee. So könnte ich also sterben. Zu Tode erschreckt von einer bösartigen Vogelscheuche. Gut zu wissen. Okay, hier haben wir einfach nur wirklich ein komplett sinnloses Stückchen. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Ich weiß nicht, ob es weiter ginge, wenn wir hier rüber kämen. Ich glaube, das ist ein elektrischer Zaun. Aber es scheint, als wäre der Strom aus. Das ist natürlich besonders gut, wenn hier die fette Wasserlache liegt. Okay. Was machen wir mit diesem komischen Zaunpfahl? Das ist irgendwie seltsam. Okay, die beiden Brüder kriegen wir wahrscheinlich nicht so einfach versöhnt. Muss mal kurz überlegen. Hallo. Hab ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Vielleicht solltest du ihn wieder bitten. Nee, ich weiß nicht, ob er vielleicht das machen vielleicht solltest du Nelson bitten, wieder an die Arbeit zu gehen. Den Oberarsch vom Dienst? Niemals! Du willst mir einen Gefallen tun. Sag Nelson, er soll sich ertränken! Wow! Nelson hat nicht übertrieben, als er sagte, du wärst ein fieser Typ. Du hättest auch keine Zeit für Nettigkeiten. Und zwar im... Ich hau mal lieber ab. Gute Idee. Tja. Nun, dann wird es, glaube ich, mal wieder Zeit für wahlloses Rumprobieren. Ich überlege, ob sich da irgendwas tut, wenn wir diese ganzen Hebel ziehen.